Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei wunderbare Neuzugänge für euch. Und zwar einmal von der wunderbaren Sarah Rivers Raven. Das ist der zweite Band der Nolan-Brüder-Reihe. Und der erste Band hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt Raven, das ist der älteste der Nolan-Brüder. Der hat die Familie verlassen aufgrund eines Schicksalsschlags, weil sein kleiner Bruder bei einem Unfall verunglückt ist. Das spiegelt jetzt ein bisschen zu, muss ich es halten jetzt. So, er hält sich mit sogenannten Untergrundkämpfen so ein bisschen über Wasser, dass er einfach ein bisschen Geld verdient damit. Er versucht dadurch eben seine Wut und seine Trauer so ein bisschen rauszulassen und versucht damit umzugehen, bis er dann auf May trifft, die versucht, ihn aus diesem dunklen Loch so ein bisschen rauszuziehen, zu sagen, hey, du musst dich mit deiner Trauer anders auseinandersetzen, nicht nur mit Kämpfen. Es muss auch anders funktionieren. Ja, er ist sehr attraktiv natürlich, ganz klar. Und denkt sich, ja, was will ich, zu kleines Mädchen von mir, jetzt will ich mir da sagen, wie ich mit meiner Trauer und meiner Wut umgehen soll. Also ich bin sehr gespannt aufs Buch. Dazu wird es natürlich auch eine Rezension geben. Bin sehr gespannt. Der erste Band, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt freue ich mich auf den zweiten. So, dann kommen wir zu dem zweiten Neuzugang für heute. Und zwar von Mark Elsberg, Gier, wie weit würdest du gehen? So, also dieses Buch hat mich schon lange verfolgt, dass ich es mal lese. Und zwar, ich habe zurzeit eben dieses Thriller-Genre zurzeit sehr vernachlässigt. Ich brauchte einfach das richtige Buch, um einfach reinzukommen. Ist bei mir einfach so. Ich hoffe, mit diesem Buch gelingt mir das wieder, dass ich wieder Lust habe, mehr Thriller auch zu lesen. So, um was geht es in dem Buch? Es geht um, dass die Welt am Boden ist. Die Menschen rufen nach Gerechtigkeit. Auf der ganzen Welt demonstrieren sie gegen Massenarbeitslosigkeit und Hunger. Und die Folgen, das sind die Folgen einer neuen Wirtschaftskrise. Die Banken und die Staaten haben einfach kein Geld mehr, die gehen bankrott. Und nur wenige Reiche sind eben diejenigen, die davon ihren Nutzen ziehen. Die gewinnen eben dadurch. So, und bei einem Sondergipfel in Berlin soll eine Lösung gefunden werden. Ein renommierter Wissenschaftler soll dort einen Vortrag halten, der Nobelpreisträger Herbert Thompson, der eine sogenannte Formel entwickelt hat, die Wohlstand für alle garantieren soll. Und er wird leider bei einem Autounfall, stirbt er und sein Assistent. Es gibt aber einen Zeugen, der gesehen hat, dass es doch kein Unfall war, sondern Mord. Und der Jan Wute, das ist eben dieser Zeuge, will eben wissen, was hinter dieser Formel eigentlich steckt, warum die jeder haben will, was an der Formel dran ist, ob es wirklich möglich ist, dass es Wohlstand für alle gibt. Ich bin sehr gespannt. Also Inhalt hat mich wirklich sehr angesprochen. Also ich hoffe, mir wird es auch gefallen. Die Annie hat es ja in den Himmel gelobt. Schauen wir mal, wie es mir gefallen wird. Schauen wir mal. So, das waren meine zwei Neuzugänge heute. Natürlich verlinke ich euch die Infos zum Buch unten in der Infobox. Das Rezensionsexemplar kann ich leider noch nicht verlinken, weil es noch nicht erschienen ist. Dazu wird es natürlich auch dann später, wenn ich es gelesen habe, eine Rezension geben. Ich wollte mich nochmal kurz entschuldigen, und zwar wegen dem letzten Video, wegen meinem Neuzugänge-Video, da war die Bildqualität überhaupt nicht gut. Ich habe selber gemerkt, ich habe versucht auch nochmal zu ändern, aber mir hat es nicht hingehauen. Jetzt hoffe ich, dass es diesmal besser ist. Was wichtig ist natürlich, dass ihr meinen Kanal abonniert. Also bitte unten auf den roten Button klicken und meinen Kanal abonnieren. Da werdet ihr immer informiert, wenn es bei mir ein neues Video gibt. Ob das jetzt eine Rezension ist oder ein Neuzugänge-Video oder Lesemonat, was ich jetzt letztes Mal gemacht habe. Habe ich gesehen, dass ihr das Video schon relativ oft angeguckt habt. Vielen Dank dafür. Anscheinend scheint euch sehr zu interessieren, was ich im April und Mai gelesen habe. Freut mich sehr. Alle Infos, wie gesagt, zum Lesemonat, zu den gelesenen Büchern, findet ihr alle unten in der Infobox beim jeweiligen Video. Die Rezensionen sind jeweils, wie gesagt, auf Lovelybooks verlinkt, beziehungsweise der Link ist unten in der Infobox zu finden für euch. Da könnt ihr dann auf meiner Lovelybooks-Seite schauen, wie ich das Buch dann bewertet habe, also schriftlich. Ja, also ich fühle mich recht wohl hier auf YouTube, also es fängt relativ gut an bis jetzt. Ich bin ja auch schon zweistellig, was die Abonnentenzahlen angeht. Natürlich noch am Anfang mit meinen 10, aber ich hoffe, es wird von Tag zu Tag mehr, dass ihr
und sagt sozusagen öfter meinen Kanal abonniert und mir auch bitte unten in die Kommentare schreibt eure Meinungen, eure Wünsche oder Themen, die ich vielleicht behandeln soll im nächsten Video, weiß ich nicht. Ich habe mal ein paar Vorschläge letztens mal gemacht. Da habe ich ein Video gemacht, Wünsche, Anliegen. Vielleicht wolltet ihr mal englische Bücher sehen, keine Ahnung. Vielleicht liest jemand euch auf Englisch auch, würde mich auch sehr interessieren. Habe ich echt eine Frage. Also die Frage ist jetzt am Schluss ja vom Video, ob ihr auch englische Bücher lest. Und wenn ja, welche? Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr da so lest an englischen Büchern. Ich habe ja ein paar englische Bücher auch schon gelesen, wie ihr mein Bücherregal-Video schon gesehen habt. Und in dem Neuzugängen-Video habe ich auch ein englisches Buch gezeigt. Ich mag es einfach gerne auf Englisch zu lesen, weil ab und zu dauert es manchmal sehr lange, wenn der Nachfolgeband auf Deutsch dann erscheint. Natürlich kommt es immer darauf an bei mir, beim englischen Buch, ob das auch für mich verständlich ist zu lesen. Das ist ganz klar. Ich habe ja, man hat ja auch nicht immer die Lust, dann jedes Mal ein Wörterbuch zu blättern oder im Handy dann immer gucken in der App, was heißt es dieses Wort, muss ich ab und zu schon mal nachschauen, so ist es nett. Ich war jetzt auch nicht gerade die Beste in Englisch, aber deswegen, man kann sich einige Sachen auch zusammenreimen. Wie gesagt, vielleicht habt ihr da mal einen Wunsch. Ich kann gerne mal ein Video machen zum Thema englische Bücher. Vielleicht auch eure, vielleicht habt ihr Fragen, mit welchem Buch fängt man am besten an vielleicht. Habt ihr da vielleicht Fragen? Also ich habe mit der Jamie McCurry-Reihe angefangen. Das hat mir ganz gut getan, eigentlich, weil man ist jetzt so ein riesen High-Fantasy-Schinken gelesen, wo man dann, weil da kommt es eben auf den Schreibstil an, weil ihr wird ja im Englischen auch mit you geschrieben und dann kommt man ab und zu mal ein bisschen durcheinander. Aber mittlerweile bin ich da relativ gut. Also relativ gut drin. Wenn ich jetzt einen historischen Roman lese, zum Beispiel letztes Buch habe ich ja von Sarah J. Maas Kingdom of Ash gelesen, das war ja auf Englisch. Da kommt ja jetzt endlich bald nächsten Monat im Juni dann der letzte Teil raus, der 7. Band der Throne of Glass Reihe. Bin sehr gespannt, wie er auf Deutsch sein wird. Vielleicht mache ich auch so einen Vergleich vielleicht. Das wäre auch ganz, ja, vielleicht mache ich das, halte es im Hinterkopf, dass ich vielleicht im nächsten Video dann einen Vergleich mache. Zum Beispiel Englisch-Deutsch pro-Contra mache, was mir gut gefallen hat, was nicht. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, was ich vielleicht im nächsten Video machen könnt, also einfach ein Thema, was Bücher angeht, weil ich jetzt gerade gesagt habe, vorhin englische Bücher, vielleicht habt ihr ein anderes Thema, was euch auf den Nägeln vielleicht auch brennt, dann bitte, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein, ja, da unten hinschreiben, bitte, dann werde ich das natürlich auch beherzigen und dann auch umsetzen, ja, aber ich sehe, ihr seid recht zufrieden mit mir, das ist sehr schön und natürlich bitte auch meinen Kanal abonnieren, das ist ganz, ganz wichtig, ja, ich brauche Abonnenten, ich brauche einfach so ein bisschen mehr Leute, die meinen Kanal sehen wollen. Ich mache natürlich auch selber Werbung für meinen Kanal. Also wenn ihr jetzt nicht auf YouTube seid zum Beispiel, dann verlinke ich euch ja unten immer meine anderen Kontaktdaten, also Facebook, Instagram zum Beispiel mache ich auch Werbung, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe in meiner Story. Da könnt ihr mich dann auch finden auf Instagram. Ich verlinke euch alle meine Kontaktdaten, wie gesagt, unten in der Infobox und die Infos zu den beiden Büchern, also zumindest zu dem Mark Elsberg Buch kann ich euch die Infos unten verlinken. Zum Raven Buch noch nicht, weil es ja, wie gesagt, ein Rezensionsexemplar ist. So, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Dann sehen wir uns beim nächsten Video hier wieder. Wünsche euch morgen für morgen einen schönen Feiertag und noch eine schöne Woche. Servus und Papa. Ciao!